Hallo und willkommen zurück bei Empyrion. Weiter geht's. Wir haben in der letzten Folge schon ein bisschen was vorbereitet und können nämlich auch direkt wieder starten. Und was ist denn das da hinten für ein Strahl? Ach, okay, nee, das ist kein Strahl, das ist der Ring. Das Ringsystem, alles klar. Gut. Y an, habe ich mir gemerkt. Leertaste nach oben und ab dafür. Gehen wir nochmal zum Tempel. Wir haben jetzt einiges an Munition dabei. Fliegt der eigentlich weiter, wenn ich hier aufmachen? Ne, der bleibt dann stehen irgendwann. Okay, ja, 850 Schuss. Ich hoffe, das reicht. Und dann würde ich mich nochmal ganz, 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 ganz schnell durch den Tempel schlagen und danach zum Top-Manager Richtung Südpol fliegen. Jetzt sehen wir da rechts oben auch die Uhrzeit, bis die Sonne oder der Stern hier untergeht. Die nimmt rapide ab, weil wir natürlich entgegen. Oder wir fliegen auf die Nachtseite zu, sagen wir es mal so rum. Unten drunter haben wir auch noch Koordinaten, das ist mir auch schon aufgefallen, aber ja, das ist ja super, dass man hier, das würde ich mir bei Elite Dangerous wünschen. Du hast den Planetenkarte, die gibt es ja schon. Macht einfach einen Rechtsklicken, lasst mich dort mal einen Wegpunkt setzen. Das wäre ganz, ganz große Klasse, wenn es das dort auch endlich mal gäbe. So, da kommt er gleich. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die anderen Spinnen wieder da sind. Ich hoffe nicht. Ah ja, hier nicht vergessen, genau. Ich habe hier auf der 2 auch dieses Scan-Modul, was saugeil ist. Also ich habe hier manchmal jetzt schon, ich weiß nicht, ob das falsch ist, aber na, falsch vielleicht nicht, ist ja meine eigene subjektive Wahrnehmung so ein bisschen, das Gefühl, so ein bisschen wie bei Stargate zu sein. Mir hat es nämlich vorhin im Ladescreen, Gerät ausschalten und aussteigen, angezeigt. Das ist wohl, also es war so ein kleiner Tipp, dass man auch irgendwo Portale nutzen kann, um in andere Welten zu gelangen. Ja, also da bin ich ja mal gespannt. Da kommt dann noch einiges auf uns zu, denke ich. So, okay. Also hier draußen sind schon mal keine Spinnen. Das sieht schon mal wunderbar aus. Halt nicht so schnell, nicht, dass ich mir wieder wehtue. So, mal gucken, ob ich den Weg noch zusammenkriege. Ja, hier drüber. Okay. Dann war irgendwo ein größerer Raum. Ja, hier noch nicht. Und dann müssen wir irgendwo so einen schmalen Weg entlang. Der noch nicht? Ja, das war der erste. Ja. Das. Dann da hinten rechts, glaube ich. Ach, guck mal. Wir hatten ja in der letzten Folge dann auch irgendwo so einen versteckten Schalter schon gefunden, nur da habe ich einfach mal so eine Bodenplatte weggeschossen. Ah nee, das. Nee, sorry, das war gar kein Schalter. Das war Manuel Neuer. Nee, sorry, das war doof. Das war so ein Sensor, so ein Bewegungsmelder. Nee, darunter mussten wir nicht. Ich glaube, hier drüben rein. Ah ja, genau. Ja, und hier entlang. Genau, und da kommt. Nein! Au! Nein, was? Hallo? Was ist los? Hallo? Entschuldigen Sie bitte. Ah, das ist ja witzig. Oh Gott, ich bin ja echt nicht schreckhaft. Das ist jetzt aber schon das zweite Mal in dem Spiel. Oh Gott, das ist so eine Art Labyrinth hier. Da geht es raus. Okay, ich versuche mir mal zu merken, wie wir hier rauskommen. Das ist ja geil. Alter, das erschreckt mich aber auch jedes Mal. Genau, wir müssen wieder da hoch. Er hat sich nichts gebrochen. Ich wollte mal was nachschauen. Konnte ich nicht auch? Wie konnte ich denn? Ah ja, Pflanzenfaser und Pflanzenprotein. Da kann ich nochmal so ein paar Verbände bauen. Das müsste ich mal irgendwann mal machen. Einfach mal ein paar Verbände. Auf Vorrat 3 habe ich noch, dass ich da mal ein paar herstelle. So, jetzt nochmal. Weiß gerade nicht genau.
Warum ich abgestürzt bin? Wahrscheinlich hat er ein bisschen nachgerutscht. Aber so geht's. Das ist hier echt. Ah ja, ich höre sie schon. Oh Gott, nee. Ekelhafte Viecher, ey. Nee, noch nicht. Hier war es noch nicht. Das hatte ich aber schon, ne? Jawohl. Kann ich das Ding eigentlich? Zement. Falls wir mal Zement brauchen, weiß ich schon, wo wir hingehen. Ja, hatte ich, glaube ich, schon in der letzten Folge erwähnt, ne? So ein bisschen was von Tomb Raider hat es hier. Gefällt mir sehr gut. Ach, schau, nee, er ist so ekelhaft. Ach. Ey, die hat sogar noch das Leben aus der letzten Folge. Geil. Jawohl, 1200 EP. Vier Stück sind das. Widerlich. Widerlich. Tiere müssten nicht Spinne, sondern widerlich heißen. Was ist denn das da? Das ist ein Widerlich, der an der Decke hängt. Frisst das Vieh von keinen Schaden, oder was? Gar keinen Fall treffen lassen von denen. Die hauen mit Sicherheit ordentlich rein. Gut, wir haben jetzt mittlerweile so einen Schutzanzug. Ein bisschen Schutz gibt der ja sogar, aber bin mir dann nicht so. Ach, warte mal. Haltbarkeit. Hat schon ein bisschen an Haltbarkeit eingebüßt. Vielleicht weil ich dort vorne gestürzt bin. Das könnte sein. So, wie viel Munition habe ich denn noch? Hau ab. Widerlich hoch 10, ey, ohne Scheiß. Ich weiß nicht, was ekelhaft ist, wenn die so zusammengerollt da liegen oder wenn die sich bewegen. Pfui. Moment mal. Mein geschultes Dark Souls Auge hat doch sofort diese falsche Wand entdeckt. Was ist denn das hier? Was ist das? Ton? Kann ich damit Musik machen? Nee. Stahlblock dünn. Ist da drin irgendwas, oder? Oh ja, hallo. Und gleich das Multiwerkzeug austauschen. Wow, 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 ein Sturmgewehr T2. Boah, Kobaltbahn, ja, die brauchen wir doch. Wie geil ist das denn? Oh nice, nochmal eine große Kraftstoffzelle, ein Traumakit. Verstärkte Panzerung, Anzugerweiterung, Titanstäbe. Nice, nice, alleine für die Kobaltbahn hat sich's schon gelohnt. Warum? Warum schafft das Spiel mich andauernd zu erschrecken? So, jetzt ist es leer. Du tauschst das nicht direkt aus, warum? Weiß kein Mensch.
Da sind Magazingrößen. Aber verstehe ich nicht. Warum? Hä? Warum gehören die denn zusammen, wenn ich zwei habe? Warum teilen die sich denn? Och nö, scheiße. Naja, ich könnte es halt mit dem auseinandernehmen, aber das dauert dann halt ewig. Ich wollte mich da so ein bisschen runtergraben. Ich kann ja nicht einfach so da runterspringen. Kann ich schon, aber wie komme ich denn dann wieder raus? Kann man nicht so fix irgendwie eine Leiter oder sowas bauen? Ich arbeite mich mal so Stück für Stück vor. Dauert jetzt einen Moment. So Block für Block trage ich jetzt einfach mal ab. Jetzt möchte ich noch wissen, was da unten drin ist. Das muss was Geiles sein. Hat eigentlich mein Raumschiff ein eigenes Inventar? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Bin der Meinung, ja. Müssen wir noch mal schauen, wenn und falls wir hier, komme ich hier überhaupt wieder raus? Ja, okay. Das geht. Ja, wenn wir hier wieder draußen sind. Kobaltbahn. Saugeil. Und große Kraftstoffzellen haben wir bekommen. Und viele andere Bahnen auch noch. Ja, ist jetzt doof mit dem Multiwerkzeug. Das ist aber echt bescheiden, muss ich ganz ehrlich sagen. Also diese. Da dachte ich, ich bin klug und stell davon ein paar her. Aber dann muss ich das ja reparieren. Ich kann ja gar kein zweites bauen, weil die sich anscheinend alle, egal wie viel ich mit habe, eine Ladung teilen. Warum auch immer. Das ist sehr ärgerlich. Beziehungsweise brauche ich Ladungen dafür. Und die? Nee, die kann ich nicht so einfach herstellen. Also ein T2 Sturmgewehr. Wir haben ein normales, das macht 70 Schaden, das macht 81 Schaden, gar nicht so viel. 353, ja, okay, schießt noch ein bisschen schneller. Höheren Kopfschussfaktor und die Reichweite ist auch höher, ein bisschen. Magazingröße 20, 28, ja, nee, okay, hat schon, doch schon von allem ein bisschen mehr. Aber das verstehe ich nicht. Munition, Multiladung. Hatten wir nicht? Nee, war in der letzten Folge. Gut. Der ist weg. Der Container ist weg. Shit. Da wusste ich nicht, dass der jetzt despawnt. Scheiße. Na gut. Dann gab es hier mit Sicherheit irgendwo einen Sensor, der das Ding zum Explodieren gebracht hat. Das waren doch aber alle, oder? Waren hier noch mehr? Nicht, dass es hier noch mehr gibt. Ach, guck mal. Vielleicht hätte ich einfach den Schalter rumlegen sollen. Und dann wäre das Teil hier hinten nicht explodiert oder was anderes. Ach, fuck, na gut. Wusste ich jetzt nicht. Ich würde sagen, wir gehen mal wieder raus. Ich denke, aber schön sieht's aus. Sowas brauchen wir später auch mal. Geil. Nein! Hey! Ich habe auf Springen gedrückt. Wo war denn jetzt der Ausweg? Hier unten waren wir, glaube ich, schon. Hier? Ja, hier ist ein Pfeil. Okay. Das ist aber sehr nett, dass es hier Pfeile gibt. Kann mich gerade nicht wirklich an den Weg hier nach oben erinnern, aber sehen wir gleich, wo wir rauskommen. Ach, hier auf der Seite. Ja, okay, alles klar. Dann geht's hier rechts raus. Oh, das ist schon der Ausgang. Ja, wunderbar. Puh, starker Regen. Ach, guck an, es gibt sogar verschiedene Arten von Regen. Nicht, ob die um die Umgebungsgeräusche ein bisschen zu wenig sind manchmal. Schalten wir die Kiste noch mal an. Und zwar hier haben wir ja
den Hauptbereich. Die Cobalt Moon. Weißt du was? Ich nenne die mal um. So. Kraftstoff verwalten. Ich möchte gern einmal gucken. Und 19 große. Ich würde da gerne mal. Ah ja. Mal eine reinpacken. Wir haben aber auch noch die kleinen. Ne? Na komm, 50%, das hält ja ewig. Aber wie war das mit dem Inventar? Ah ja, hier für die Großen dann. Au, oh, natürlich. Oh, ey, na klar, bevor wir ins Weltall fliegen, brauchen wir hier Sauerstoff drin. Ganz wichtig. Darf ich nicht vergessen. Sonst wundere ich mich mit allergrößter Wahrscheinlichkeit, warum ich denn verrecke. Okay. Ey, guck mal. Kontrollelement Munition. Da könnte ich die Munition reinpacken. Und hier ist ein Kühlschrank. Kann ich da Zeug reinlegen? Oh, nice. Es geht. Dann packe ich jetzt hier mal ein bisschen was rein. Vor allem direkt ein Kühlschrank. Das ist super. Ja, würde ich sagen. Ab zum Top-Manager und damit fast annähernd zum Südpol. Ach, mal wieder Ring uns entgegenkommt sogar. Oder wir ihm entgegenfliegen, wahrscheinlich beide sich annähern. Ah, schade, jetzt wird es gerade Tag, Nacht. Naja, ah, mit L ist hier das Licht, super. Ich mach's mal aus. Können wir auch mal von außen so ein bisschen. Ja, schade, dass jetzt Nacht ist. Da sehen wir nicht so viel. Ja, wir sehen schön, wie die Schubdüsen arbeiten. 200 Meter. Ich weiß halt nicht, wie hoch wir können, ohne dass wir Probleme bekommen. Savanne-Randgebiet. Ja, man kennt ihn, den starken Regen. In der Savanne. Ich gehe mal wieder rein, das ist cooler. Achtung, schwindelig. Ressourcen, Ressourcen, überall Ressourcen. Fragezeichen, Fragezeichen. Können wir auf dem Rückweg vielleicht nochmal irgendwo anhalten? Immer noch im Randgebiet Savanne. Jetzt sind wir in der richtigen Savanne. Oh. Was ist denn das? Grün, das ist so türkisfarben. Was ist das Blaue? Sind das so fluoreszierende Pflanzen oder was? Unbekannte Struktur. Ja, da müssen wir noch mal, müssen wir noch mal halten. Hier ist dezent radioaktiv. Was ist das? Ha. Scheint ein bisschen weiterentwickelt zu sein. Was mich hier noch komplett verstrahlt, ziehen wir mal weiter.
Ja, weiß ich jetzt nicht. Müssen wir irgendwann anders nochmal. Können wir noch wahrscheinlich genügend von den ganzen Sachen. Herrlich. Oh, ich liebe das, über so Planeten fliegen. Bei No Man's Sky ist es geil, hier ist es geil. Bei vielen anderen Spielen, bei denen es geht, auch bei Elite Dangerous, Star Citizen, immer herrlich. Top Manager hat eine Top Basis. Das ist bestimmt eine Top WhatsApp-Gruppe, in der man viel Geld verdienen kann. So, landen. Au, bisschen derb. Ihr seid lieb, oder? Was ist das? Halb Dino mit ein bisschen Fell oder Federn sogar. Ach, das ist ja nett. Trading. Ha! Pol Trading Station. Ja, das ist wirklich. Wir sind jetzt wirklich fast am Pol. Also, hier unten ist der Pol. Hier ist die Heidi. Da ist die unbekannte Struktur, die bleibt sogar markiert. Klopf, klopf. Oh, jawohl. Kraftfeld, komme ich durch? Mach mal mein Licht aus und steck mal die Waffe weg. Jupp. Hallo, ich möchte gerne dekontaminiert werden. Naja, hier. Nochmal ein Kraftfeld. Ach, hier ist ja was los. Ja, das ist ja nice. Ja, gut. Zivilist. Der Polzivilist. Na? Was geht denn? Hallo. Er vermisst seine Familie. Er liebt es allerdings, Planetenurlaub zu bekommen. Was bist denn du? Ein Soldat, okay. Alter, Alter, die sehen schon. Uiuiui, die sehen schon ein bisschen gefährlich aus. Ey, was ist das? Überwacher. Also, natürlich die Animation, ne, kannst du vergessen, aber trotzdem irgendwie richtig cool. Mahlzeit. Oh, Cyborg. Alter Schwede. Hallo. Welcher Power Ranger sind Sie nochmal? Wie kann ich dir dienen? Was sind die neuesten Nachrichten? Wir haben nichts gegen einen kleinen Abstecher hier und da. Danke, vielen Dank für diese tollen neuen Nachrichten. Bin gerührt. Wie kann ich dir dienen? Bitte zeig mir dein Angebot. Auch ein paar Bandagen. Kosten 12. Traumakit. Kann man gucken. Dekontaminationskit, sowas haben wir alles da. Detox-Kit haben wir, glaube ich, eins gefunden. Trauma-Kit auch. Kann man denn irgendwo Erze oder so ein Kram verkaufen? Ja, wir sollen ja den Top-Manager. Sind Sie der Top-Manager? Ich höre heute jemanden über eine neue Simulation sprechen. Ja, halt, das geht zu schnell weg. Also ich finde es ja ein bisschen gefährlich, wenn sie da mit der Waffe auf mich zielen. Ah, da oben ist der Top-Manager. Jetzt sehe ich es. Ich habe es gerade nicht gerafft. Wie komme ich da am besten hoch? Eine Reparaturstation! Nee, ich werde bekloppt. Brauche ich dafür was? Es lohnt sich nicht. Es lohnt sich jetzt nicht zu reparieren. Ach, Scheiße. Okay, dann brauche ich da. Ja, ich brauche einfach Munition. Okay, ich brauche Multiladung an Munition. Okay, jetzt hab ich es komplett gerafft. Alles klar. Okay, eine Reparaturstation. Was gibt es hier noch? Ah, ja, nice. Guck mal. Eine Anzugstation. Der hat ja schon ein bisschen Schaden genommen, ne? Haltbarkeit 400. Aktuelle Haltbarkeit 392 von 400. Entziehen den mal aus. Dann versuche ich das mal hier zu reparieren. Kostet mich das Geld.
Achso, es lohnt sich nicht. Ich soll warten, bis es stärker beschädigt ist. Okay. Dann ziehen wir uns mal wieder an. Zack. Und genau, wir hatten ja doch hier so eine verstärkte Panzerung. Zack. Baue ich mal mit ein. Panzerung 50. Ah, Hitzeschutz minus 3. Kälteschutz, Strahlungsschutz plus 1. Na, immerhin. Was ist denn das? Ah. Ah, verstehe. Ach so. Krass. Okay. Könnte man wahrscheinlich, wenn man auf irgendwelchen Servern mit mehreren Leuten wäre, ja, so eine Art Auktionshaus, also Sachen einstellen und verkaufen und kaufen. Ah. Ey, mal ohne Scheiß, so durchsichtige Displays in der Zukunft sind doch voll für den Arsch, oder nicht? Siehst doch dann alles andere dahinter. Das ist doch total albern. Naja. ist das wahrscheinlich ein Aufzug? Was ist das? Medizinstation. Und das hier? Klonkammer. Achso, ja. Hm, okay. Da, so einen habe ich auch. Geht's dann bloß wieder raus. Wir gucken gleich mal. So. Ist das hier? Das sieht doch aus wie der Aufzug. So ein Aufzugrahmen. Kann ich den Aufzug irgendwie rufen? Hm. Können Sie mir sagen, wie dieser Aufzug hier funktioniert? Einfach drauf gehen. Springt vielleicht? Ach, tatsächlich! Jawohl! Hey! Huhu! Top Manager! Okay, gut. Wusste ich nicht. Dachte, da kommt irgendwie. Oh, wo steht er davor? Ist das ein Geldautomat? Schöne Brille. Oh, was haben wir denn hier alles? Ein Haufen Leute. Noch ein Händler. Was hast denn du so? Oh, hier, der hat Waffen. Oh, geil, wir könnten Waffen bauen. Ich könnte sogar ein Multiwerkzeug verkaufen. Kriegen wir 400 für. Ich könnte sogar noch eins verkaufen. Gewehrpatronen. Oh, nice, das ist ja richtig super. Das ist ja klar. Was ist denn das? Eine kleine optronische Brücke. Ach shit, jetzt habe ich das auf dem Bankkonto einzahlen lassen. Nein, ich wollte es doch Cash haben. Ja, ist egal. Wir haben ja noch welche. Die Ladung ist jetzt eh null. Wie ist denn das, wenn ich die jetzt verkaufe und ein anderes, neues rausnehme? Ich mache es jetzt einfach mal. Ich bin jetzt einfach mal... So, komm, weg damit. Haben wir ein bisschen Kohle. Ich weiß, jetzt wieder Bankkonto, aber da haben wir gerade mehr Flammenwerfer. Also wir könnten Waffen herstellen. Das geht ja relativ gut sogar. Vor allem Sturmgewehr 2000. Und die könnte ich dann hier verkaufen. Sensationell. Das muss ich mir unbedingt merken. Bohrerladung. Die kaufe ich. Ist es vielleicht eh gut, alles auf dem Konto zu haben, oder wie? Ich könnte ja auch die Anzahl eingeben. Ich kaufe jetzt mal ein paar. Komm, wir machen mal, bis das Bargeld alle ist. 25. Cool. Was gibt es denn noch? Magnesium? Multi? Nein! Multiladung. Das ist das für... Gott, wie bekloppt, ey. Das ist das für die... Für das Multiwerkzeug, für das T1 und so weiter. Ja gut, da kaufen wir dann mal hier Multiladungen. Der hat ja einige. Das kostet auch echt nicht viel. Komm, ich kaufe mal 20 und wir können ja dann einfach mal ein paar Sturmgewehre oder sowas herstellen und das dann hier wieder verticken. Ich könnte auch das Scharfschützengewehr direkt verticken. Ich habe gerade eh keine Munition mit und so oft nehme ich es ja gar nicht. Komm, das machen wir jetzt einfach mal. Da haben wir noch ein bisschen Kohle, das ist ganz cool, da können wir uns vielleicht noch was leisten. Wir können mal ein Multiwerkzeug zurückkaufen mit 50% Verlust. Ja cool, du hast schon mal guten Shit. Merke ich mir mal. Der Herr hinterm Tresen, von dem ich dachte, er verkauft Drinks. Was macht ihr da oben? Naja, ihr werdet schon wissen, was es sein soll. Und du hier? Auch ein Händler. Was hast denn du?
Oh, hier, Dünger. Ah, Kühlmittel, Chemikalien, Luxusgüter. Optroniken, Rohdiamanten. Ist aber günstig, wahrscheinlich nicht viel wert. Forschung, Equipment. Ein Tablet. Da ist noch jemand. Hallo. Es gibt Gerüchte über versteckte Piratenmärkte. Mehr sagt er mir nicht. Das war's dann auch schon. Aber nett gemacht, finde ich ganz cool. Ah, hier ist noch einer. Guck mal. Pizza, oh, Schinken, gegrilltes Steak. Veggie-Burger, Fleischburger, Käse, Sekt. Ist auch gar nicht so teuer, das Essen. Es geht eigentlich. Ah ja. Ach, das ist eine Scheibe. Hier. Geht's hier rein? Ich weiß manchmal nicht, geht's irgendwo rein oder nicht, oder? Ist das ein Geldautomat? Ja, das ist ein Geldautomat, okay. Gut. Nee, wenn wir das eh von der Bank her irgendwie immer nutzen können. Vielleicht gibt es bei den Schwarzmärkten, was er da gerade meinte, bei den Piraten, vielleicht gibt es da keine Zahlung per Bankkonto oder Kreditkarte, sondern müssen wir da irgendwie bar das Geld dabei haben. Keine Ahnung. Galactic Network. Willkommen. Aha. Netzwerknachrichten, einen Botschafter kontaktieren. Das Gin. Neueste Nachrichten. Kurioser Vorfall im Elion-System. Ein Bauer des örtlichen Tal- und Stammes berichtete unserem Nachrichtensprecher Elias, dass. Ah, okay, wenn sich das immer ändert. Warte mal kurz. So, jetzt ist fertig. Elias, dass während er unweit des. Übersetzung nicht möglich. Geländes seine Wäsche trocknete, ein helles blaues. Hallo? Licht am Himmel aufblitzte. Wenige Minuten später stürzte ein Metallobjekt in der Nähe einer alten Müllkippe auf den Boden. Wie der Augenzeuge berichtete, fand er keine Spuren eines Objekts, als er sich dem Ort einige Stunden später näherte. Offizielle Stellen sowohl des Zirax-Imperiums als auch des örtlichen Polaris-Megakonzerns leugneten jegliche Kenntnis von diesem Ereignis. Bleiben Sie dran, wir werden weiter recherchieren. Ah ja, okay, also hier kann man sich immer so ein bisschen was. Ich habe echt Schiss, dass der mal abdrückt, ne? Was ist das hier? Ach, das ist der Teleporter, der bringt mich nach unten. Oder was? Ach nee. Um nach zu telefonieren, ich habe da automatisch nach unten. Ja, okay, ich bräuchte wahrscheinlich irgendwo einen anderen Teleporter und dann könnte ich mich hierher teleportieren. Das ist ja der Top-Manager Yilk. Willkommen, mein Freund. Ich bin Top-Manager Yilk. Wie kann ich dir dienen? Mir wurde ein Bier versprochen. Ah, ich verstehe. Du hast unser einmal im Leben Angebot erhalten. Innerhalb des Führungsprogramms unser neues Best-Selling Niedrigschwerkraft gebrautes Root-Bier in Andromeda zu testen. Oh, sind wir in der Andromeda-Galaxie? Interessant. Von jeder neuen Version wird versprochen, sie enthält keine Bugs und wurde gründlich getestet. 3 von 4 unserer letzten Testgruppen haben die Verkostung überlebt. Yay! Aber ich fürchte, wir müssen dich darüber informieren. Der Top-Destilliere, was Destillerie-Frachter, meine Güte, kam nicht wie erwartet an. Angesichts all der Minenfelder und Xerax-Patrouillen. Wir fürchten das Schlimmste. Darf ich dich um einen Gefallen bitten, lieber Terraner? Ja, warum nicht? Muss ich ja, ne? Was hast du denn für mich? Ich habe so eine Ahnung. Wie wäre es damit? Wenn du diese kleine Unannehmlichkeit für uns lösen kannst, garantieren wir dir freies Rotbier in allen unseren Top-Clubs dieser Galaxie. Es ist wahrscheinlich nur eine einfache Lieferungsmission. Okay, exzellent. Unsere neue Niedrigschwerkraft-Destillerie befindet sich im Orbit dieses Planeten. Deine Aufgabe? Nehme ein paar Flaschen unseres diesjährigen Best-Selling-Niedrigschwerkraft-gebrauten Root-Biers, Alter. Das kürze ich jetzt ab in Zukunft, das NRB. So, von unserem Braumeister entgegen und bring sie zurück. So einfach. Ja, ich bin dann in einigen Stunden wahrscheinlich wieder da. Wunderbar, ich wünsche einen sicheren Flug. Einfachster Job aller Zeiten. Na, wir sind ja zuversichtlich, wusste ich noch gar nicht.
Hey, was verkaufst du? Oh, Siegel der Glaubwürdigkeit? Ach ja. Mehrfachbooster. Was macht denn der Mehrfachbooster? T2-Pistole. Was ist denn das? Crew Aliens. Ach so. Oh, Crewmember. Ach, meine Güte. 5000 einer. Kartengeber. Willkommen zu einer Runde Karten. Scheint, du hast nicht genug Goldmünzen. Besorg dir welche. Da stand er noch. Und komm zurück. Brauche ich Bargeld bei dem oder was? Gucken wir mal. Da hinten ist doch der Geldautomat. Ich heb mal ein bisschen was ab. Reichen 200? Nee, okay. Dann meint er mit Goldmünzen wahrscheinlich schon noch mal was anderes, ne? Würde ich jetzt fast denken. Okay. Ach, jedes Mal. Dann zahle ich das jetzt wieder ein. Ach so. Naja, okay. Dann gehe ich noch mal rüber zu meinem neuen, allerbestesten Freund überhaupt. Ihm hier. Der hat nämlich schöne Sachen dabei gehabt. Kauf noch so ein paar Bohrerladungen. Und die Multiladungen kosten jetzt auch nicht so viel. So, komm, haben beide 50 Mal. Ich weiß nicht, ob das zu viel ist oder nicht. Auf jeden Fall ist es richtig cool. Ah, okay, hier geht's sogar noch. Ach. Schön. Wird bald wieder Tag. Ach, herrlich, guck mal. Kann ich den Schrank auch... Oh, nein, 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 nein. Oh Gott. Interessant, was es nicht alles gibt hier in dem Spiel, ey. Mit sowas hätte ich jetzt hier gar nicht gerechnet. Okay, wir müssen dann im Orbit irgendwo was abholen. Wird mir das jetzt denn hier angezeigt oder... Keine Ahnung. Wir müssen erstmal irgendwie in den Orbit kommen, aber dafür brauchen wir natürlich ganz, ganz wichtig Sauerstoff. Ach, guck mal, oh, ist das schön. Wow, echt cool. Ressourcen. Ja, können wir ja immer mal einen Abstecher hinmachen, ne? Oder ich stelle mal was her und fliege dann mal dahin, verkaufe ein bisschen was. Ach, oh, das ist super, dass wir da... Wäre halt noch geil, wenn wir dann vielleicht auch irgendwo Treibstoff kaufen können. Ich meine, gut, hierfür haben wir erstmal recht viel. Aber irgendwann geht der halt dann doch auch zur Neige. Raketendrohne schon wieder. Findet man mit Sicherheit auch immer mal irgendwo. Ich flieg mal ein bisschen höher. Ich möchte nicht in den Orbit. Also 500 Meter.
So, 10 Kilometer nach. Gut, dann weiß ich jetzt zumindest, wie wir den Bohrer aufladen können. Und den müssen wir aber erstmal herstellen. Aber wir haben ja jetzt Kobaltbahn. Irgendwas brauchten wir die. Ich habe es jetzt gerade wieder nicht im Kopf, was wie wo zusammengehört hat. Vielleicht reicht's. Gucken wir gleich nochmal. Warum wird es mir immer mal rechts oben dort an der Map so im roten Halbkreis irgendwas angezeigt? Mal ist es komplett rot, mal nur halb, mal nur außen, mal dann auch innen drin noch irgendwas. Sind das dann irgendwelche anderen Sachen, die ich hier zum Beispiel scannen kann, die dann da rot markiert sind, oder? Da ist der Tempel. Das ist noch eine Minigun-Drohne. Kupfererzlager. Ja, aber sowas würde ich dann mal irgendwann mal gern irgendwie abbauen gehen. Muss mal direkt was nachschauen, bevor ich das vergesse. Steht hier auch, wie schnell die sind? Manche dauern halt ewig, ne? Die Riesendinger 14 Stunden. Es braucht aber auch 23.000 Titanstäbe, ey. 50 Meter. Mal 27 mal 17. 23.000 Dreiecke. Blackstar. Oh, nice. Die sieht ja nett aus. Das könnten wir sogar zusammenkriegen. Die Blackstar. Wow. Kann halt auch so Basen bauen. Also vorgefertigte. Das geht auch eigentlich. Alter. 73 Meter lang. Na komm, wir fliegen erstmal nach Hause. C. Irgendwas kaputtes. Ist es die Heidelberg? Ja, okay. Oh, da in der Mitte hätten wir auch eine kleine Basis bauen können auf dem kleinen Eiland. Wie war das jetzt? Wie kann ich denn so eigentlich direkt auf das Inventar vom Raumschiff zugreifen? Ah ja, hier. Naja, okay. Alles klar. So, du bleibst bitte da. Cool. Schön viele Kobaltbahnen. Genau, hier ist noch so ein Multiwerkzeug drin. Wenn ich das jetzt wieder ausrüste, kann ich es nachladen.
Verbraucht eine Multiladung und ist wieder voll. Da haben wir noch 49 weitere. Nice. Okay, super. Das funktioniert so, wie ich es mir dachte. Klasse. Und eine Energiematrix können wir bauen. Und ein Bohrer. Nice. Genau. Den brauchen wir und stellen wir jetzt auch noch her. Sehr gut. Und guck mal, hier so ein Sturmgewehr, das braucht halt nicht viel, ne? Da könnte ich jetzt mal fünf herstellen, könnten da wieder hinfliegen und für 2000 verkaufen. Lasergewehrzelle. Junge, Junge. Achso, das ist ja jetzt hier drüben drin. Rohstoffabbau, auffüllen. Ah ja, okay. Einebnen. Aha. Feinbohrer. Bearbeitet den Untergrund in einem kleineren Radius als der Rohstoffbohrer. Extrahiert keine Erze, sondern zerstört diese beim Abbau. Okay, das hier wäre zum Abbauen. Es gibt hier diese Erzlager. Dort müssen wir wahrscheinlich. Huiuiui. Okay. Lass mal wieder Gras drüber wachsen. Ja, wie neu. Naja, okay, gut, dann können wir damit also gut was abbauen dann. Sehr, sehr schön. Astrein. Gut, es wird langsam. Es wird langsam. Wir haben jetzt schön was zum Handeln gefunden. Da können wir einiges an Geld machen. Und dann brauchen wir Sauerstoff für. Ja, für den Weltraum. Wenn wir irgendwie den Sauerstoff dann erstmal herstellen oder so. Ah, mir fällt was ein. Reparaturstation, genau, die hätte ich auch gern noch gebaut, aber da fehlt noch was. Drahtlosverbindung, weiß ich immer noch nicht, was wir damit machen können. Ich wollte noch nach CPU-Erweiterung, ja. CD-Display-Rahmen. Guck mal, so ein Arbeitslicht. Ein Licht. Kann ich das einfach so irgendwo hinbauen? Das wäre sehr cool. Auch noch ein Licht. Pflanzenlicht. Ich baue mal. Ich möchte mich mal gerade noch ein bisschen rumprobieren, gerne. Nee, aber was wir brauchten, war doch irgendwo. Wassergener. O2-Station. Wird zum Auffüllen des Anzugsauerstoffs benötigt. Mit O2-Flaschen. Okay. Da muss man gucken, wie ich dann Sauerstoff fürs Raumschiff irgendwie abfüllen kann. Das war ja wieder klar, dass das nicht geht. Warum eigentlich nicht? Warum? Ja, das funktioniert. Okay. Aber auch wieder nur auf dem Boden. Wieso kann ich das nicht an irgendeine Wand packen? So, wenn ich jetzt hier mal noch eine Wand ziehen möchte, wo ist sie denn? Ach ja, hier. So, eine ganz normale Wand, ne? Zack, zack, zack. So. Noch eine. Noch eine, dann vielleicht ein Fenster oder sowas. So, und da hätte ich aber gern das Licht dran.
Sind das nur Bodenlichter? Das wäre ja Quatsch. Ich verstehe es nicht. Das Ding kann ich doch dann aber so irgendwo hinbauen wenigstens. Ja, okay. Guck mal, da können wir das ja hier irgendwo mal hinbauen. So. Ah ja. Oh, schön. Und das Kleine geht vielleicht da auch irgendwo, oder? Nö. Ja, weiß ich nicht. Aber cool, dass das hier schön leuchtet. Dann packe ich das mal hier wieder rein. Das andere muss irgendwie auch an die Wand gehen. Aber ich... Ah ja, ach so. Aber doch nicht außen. Ich möchte es doch drin haben. Warum kann er das drin nicht dran bauen? Weil das nur in einem bestimmten Abstand zu einem Block geht. Hier würde es wieder gehen. Eins weiter. Ach. Ach so. Ich müsste... Ah ja, okay. Ich müsste die Wand von außen dran bauen, oder wie? Pass mal auf. Zerlegen die Wand hier. Pass mal auf. Wenn ich jetzt sage... von außen hier eine Wand hoch. Okay, macht sogar irgendwo Sinn. Ja, komm, oh komm, lass mich doch gleich hier hoch. Danke. Ja, da hätte ich so eine Eckwand wahrscheinlich bauen müssen. Ja, jetzt geht's. Ein bisschen sehr grell. Wie sieht es denn energietechnisch aus? 10% nur. Wir könnten halt, Moment, ich könnte sagen, die Lichter bleiben aus. Okay, na gut. Bevor wir irgendwann mal richtig Energie bekommen, demontiere ich das Teil nochmal. Das mit dem Wänden muss ich mir mal merken. Denn es gibt für die Wände auch solche Eckmodule. Hier. Es gibt auch halbhohe Wände. Okay, das kann ich jetzt nicht so einfach dahinter platzieren. Beziehungsweise ich muss die einfach nur mal wegnehmen. Dann geht's wieder. Mhm. Interessant. Und so könnte ich dann da die Wände hochziehen. So, ah ja. Hm. Nur noch mal ein bisschen getestet. Man muss das ja alles, irgendwann muss man es ja mal rausfinden. Ich habe da irgendwo noch Fenster. Ja, die Folge ist gleich vorbei, keine Sorge, geht schon wieder relativ lang. Und man kann, glaube ich, auch... Irgendwie kann man auch die Durchsichtbarkeit von so einem Fenster... Man kann halt das Lustige, so ein Fenster als groß machen, einen denselben oder halt nur klein. Was ich ganz lustig finde. Und das ist allerdings innen gebaut oder was? Gar nicht draußen dran, sondern hier drin. Ja, interessant. Ja, ist doch nicht schlecht, ne? Und die Wände dann so ein bisschen höher ziehen. Haben wir da mal ein Fenster. Dann müssen wir uns nochmal einen Schlafraum bauen. Ich würde sagen, den bauen wir dann hier hinten. Da gehen wir hier hinten einmal so rum und bauen dann nochmal ein extra Häuschen. Da können wir nach und nach unsere eigene Basis ein bisschen noch verschönern oder überhaupt mal aufbauen. Gut, solange kommt der ganze Kram erstmal wieder hier zurück. Und hier wieder verdorbene Lebensmittel.
packe ich mal ein paar hier rein. Da brauchen wir ja nicht alle. Die erhalten sich noch, ne? Ja. Okay, die werden anscheinend gar nicht mehr kaputt gehen. Gegenstand. Was ist das? Ah ja, die beiden tragbaren Teile. Ach, guck mal, doch Notsauerstoff. Das hatten wir schon. O2-Flasche, die haben wir auch schon. Könnte ich denn einfach so O2-Flaschen herstellen? Ja, brauche ich aber einen Wasserkanister. Kriege ich den Wasserkanister? Wasserkanister. Eisblöcke. Eisblöcke. Okay. Gut, okay, ich würde sagen, die Sonne geht gleich sowieso wieder auf. Ja gut, hätte ich mir jetzt auch sparen können, das Schlafen legen. Passt schon, ist jetzt wieder aufgegangen. Wunderbar, dann machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Wieder einiges dazugelernt heute und ein bisschen was erlebt mit einer schönen Handelsstation, wo wir auch Geld machen können. Und dann war es das erstmal für heute. Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.